Ja, bitte? Kann ich Herrn Weig sprechen, bitte? Was wollen Sie von meinem Vater? Darüber möchte ich mit ihm selber sprechen. Moment, bitte. Mein Name ist Backhaus. Der Apotheker? Ja. Mein Vater ist nicht da. Kann ich Ihnen helfen? Nein, nein, ich... Wo ist denn Ihr Vater? Er hat eine Orchesterprobe. Im Herkulessaal. Herr Weike, kann ich Sie bitte einen Moment sprechen? Einen Augenblick nur. Bitte bleiben Sie noch einen Moment stehen. Ich muss Sie sprechen. Hören Sie, die Polizei war gestern bei mir und... Mein Gott, so bleiben Sie doch stehen. Warum wollen Sie denn nicht mit mir sprechen? Herr Gott, noch mal. Haben Sie keinen Grund, mich anzuhören, nein? Überlegen Sie doch mal. Herr Weig! Ein Wahnsinn. Klingelt, der geht an die Tür und pennt. Ich muss wohl an die Tür, entschuldigen Sie. Oder könnten Sie vielleicht, würden Sie für mich nachsehen? Bitte. Ja, gut. Danke. Ich denke, dass es an der Zeit ist, dass Sie mir jetzt einiges erzählen. Was soll ich Ihnen erzählen? Was stellen Sie sich denn vor? Was ist das für eine Sache, die Sie drei gemeinsam betrifft? Hoffmann, Rombach und Sie? Sagen Sie, wovon reden Sie eigentlich? Ich warte nicht auf meinen Mörder. Hören Sie, ich habe Ihnen nichts zu sagen, gar nichts. Also bitte gehen Sie jetzt. Also, was kann ich für Sie tun? Sagen Sie Ihrem Vater bitte, dass ich ihn unbedingt sprechen muss. Er soll sagen, worum ist das ganz egal. Aber können Sie mir nicht sagen, was Sie von meinem Vater wollen? Nein, nein, das kann ich nicht sagen. Aber ich sehe doch, dass es sehr wichtig ist. Ja. Man sieht es Ihnen an. Helfen Sie mir bitte. Sagen Sie Ihrem Vater, dass er mich anhören muss. Ja? Gut, das mache ich. Danke. Vielen Dank. Aber ich bitte Sie.